Ein wunderschönen guten Morgen hier auf On The Hook Fishing. Es ist arschkalt. Ihr seht, das Wasser hat seine Konsistenz geändert. Es ist fest geworden über Nacht. Es war windstill, minus 3, 4 Grad. Von daher mussten wir unsere Pläne komplett überwerfen. Wir wollten eigentlich auf Seen Flachwasserangelei machen. Aber jetzt sind wir auf den Fluss ausgewichen, weil alles zugefroren ist. So, und wie wir da vorgehen, das seht ihr heute. Juhu, los geht's. Juhu. Ja, tschüss, ne? Ja. Jo, da ist die Slipper. Und schon geankert. Geht schon los direkt hier. Direkt geankert, weil Brücken sind immer Spots. Und Slippen sowieso. Das ist eine der wenigen Strukturen hier kilometerweise. Von daher bin ich guter Dinge, dass ich hier auch irgendwo ein Hecht oder ein Zander oder ein Barsch hingestellt habe. Und das... Oh. Alter, ist das kalt. Puh. Ja, zwiebelt heute. Oh, heute, wir haben richtig eisigen Wind. Minus 2 Grad aktuell noch. Da müssen wir uns warm einpacken. Also in diesem Flusssystem können wir mit allem rechnen. Mit wirklich allem, was die Branche hergibt. Aber ich denke mal hauptsächlich heute mit Hechten. Vielleicht mit Glück ein bisschen Zander. Die Sonne war ziemlich weit draußen, ist relativ klar das Wasser. Gegebenenfalls auch noch ein Barsch. Wenn wir ganz viel Glück haben, auch ein Wels. Aber es ist Winter, es ist eher ein bisschen schwieriger jetzt. Wir werden so mit 12 bis 15 cm Gummis angeln. Also schon eher tendenziell Hecht und Zander. Und alles andere wird ein Beifang sein. Auf jeden Fall werde ich hier so ein Sick Vibe 15 cm fischen. Das ist ein Köder, recht schlank. Perfektes Beuteimitat hier mit so einem Barschdekor. Oder wenn ich die Hechte mal ein bisschen reizen will, so ein Realistic in so einem richtig schönen Farbton. Der macht die immer nervös. Ansonsten, was mir tatsächlich in diesem Fluss schon einige Fische gebracht hat, ist so ein kleiner bulliger Köder. Macht nochmal eine andere Aktion. Ich glaube aber, ich werde erstmal gucken, ob hier ein hungriger Hecht steht. Und dem werden wir mal auf den Zahn fühlen. So, erster Wurf. Nicht First Cast, wir sind ja nicht in England. Wie gesagt, wir fischen jetzt erstmal hier so einen Brückenbereich ab und hoffen, dass wir hier den Brückenwächter finden. Oh, hier ist tief. Boah, ja. Anker hält. Ja, ich bin selten der Freund von Ankern, aber hier in so einem Flussgebieten, wo wir Strömung haben und wir wohl kleine, markante Spots haben, da ist es schon wichtig, die Spots punktuell zu befischen. Wie zum Beispiel hier, wir stehen direkt hinter einem Brückenpfeiler. Und da versuche ich jetzt wirklich auch punktuell drunter zu werfen, in der Hoffnung, dass direkt an den Pfeilern dran vielleicht ein Räuber steht. Ist hier Strömung, ist aber kein Tidengewässer, ne, hier, das oder? Ist kein Tidengewässer. Der Fluss, wo wir gerade sind, der hat eine ganz normale Strömung, wie jeder Fluss auch. Jetzt aktuell nicht viel, der war vor 1, 2, 3 Wochen noch mehr, weil wir viel Regen hatten. Aber... Da steht der Hecht. Das war ein guter Wurf. Jetzt merkt man noch langsam die Strömung. Hier unter der Brücke ist es leicht verengt. Und hier kommt das ganz gut zusammen. Also eigentlich ein Top-Spot. Wenn ihr Brücken in der Nähe habt, solltet ihr auch unbedingt gut ausfischen. Gerade hier mit solchen Pfeilern, da war immer Strömungsverwirbelung und man hat immer Struktur. Und Struktur bedeutet in der Regel Fisch. Sei es Futterfisch oder halt auch die Räuber, die dahinter stehen. Tatsächlich ist der Hauptfisch, den ich heute erwarte, Hechte. Weil die Barsche haben sich alle nachher im Hafenbereich quasi fast gesammelt. Zander ebenfalls. Und die Hechte stehen noch sehr verstreut. Von daher versuche ich eher die verstreuten einzelnen Hechte zu finden. Wir
Wir haben 4,8 Grad Wassertemperatur, aber halt überall Eis an den Rändern. Aber im Fluss ist halt immer noch ein bisschen wärmer als im See. Ich habe heute mal nicht die große Technik aufgefahren, sondern wirklich hier nur mit dem Handy und einem kleinen Deeper als Echolot. Reicht aber vollkommen aus, wenn man wirklich nur die kleinen Außenkurven oder gucken will, wie tief das ist oder für so eine Geschichten halt. Wir wollen ja jetzt hier nicht Fische unterm Boot anangeln oder sowas. Nach einer kurzen Fahrt sind wir am nächsten Spot angekommen. Hier haben wir quasi so, dass ein Fluss in einen größeren Fluss reinfließt. Steht auch ziemlich der Wind drauf. Ja, das pfeift richtig. Ja, ziemlich frisch, aber was soll's. Auch hier suche ich erstmal mit einem recht grellen Köder nach aktiven Fischen. Und wenn ich merke, da kommt nichts drauf, dann gehe ich nochmal ein bisschen mit der Helligkeit runter und schraube mal auf natürliche Köder. Ja, das gehört auch dazu, einen Hänger zu kriegen. Fluss an Spots, wo Struktur ist, ist natürlich auch viel Hindernis. Ich versuche es hier durch so ein Schnipsen, aber irgendwie lösen wir damit nur eher den Anker. Oh, aber jetzt kommt's mit. Das ist, denke ich mal, ein Astengroßer oder sowas. Hauptsache die Route ist krumm. Ja. Oh, schöner Ast. Mensch, der hat auch schon einen Meter. Auf welchen Köder er gefangen? Der kam jetzt hier auf dem Sick Vibe. Petri. Danke. Ja, das Wasser ist auf jeden Fall klarer als gedacht. Deswegen habe ich mir jetzt hier den Barsch ran gemacht. Ebenfalls das Sick Vibe. Diesmal eine Nummer größer, den 15er. Jo, 20 Minuten später. Ging noch nichts. War nochmal Spotwechsel. Ja. Scheinbar haben wir die Fische noch nicht ganz gefunden, aber das ist halt eine harte Winterangelei. Oh, eiskalt. Oh, die Fische sind auch sehr, sehr träge, glaube ich. Insofern ist das heute das Angeln auf den ein oder zwei Kontakten. Die dürfen wir da nicht verhauen. Wir ist gut. Die darf ich nicht verhauen. Nächste Brückenspots. Wie anfangs schon gesagt, ich mag Brücken. Und das werden wir auch so fortführen. Ja, aber heute ist der Hecht der 1000 Würfe auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Oder der Zander, je nachdem. Ich bin noch optimistisch. Ja, optimistisch bin ich auch noch. Aber es ist ja immer so ein gewisser Druck da, wenn noch gar nichts passiert ist. Na ja, gut, das ist jetzt Stelle Nummer 3. Ja, ich hätte einen heißen Tipp. Du musst dicht am Fisch fischen. Dicht am Fisch. Meinst du bist dicht am Fisch? Ich bin definitiv Fisch am Dicht. Alter! Alter! Junge! Boah! Gibt's doch gar nicht! Da ist der Fisch. Das gibt's doch gar nicht! Hecht. Oh! Wie lange habe ich dafür gerade geworfen? Oh, hängt der knapp. Hängt der knapp, aber er ist drin. Er ist drin! Oh, im Winter ist das so eine zähe Angelei. Da ist man wirklich froh bei jedem Fisch. Der Kameramann wollte gerade schon wieder irgendwas essen, wie immer. Und ich mache den 15. Wurf auf dieselbe Stelle. Und auf einmal BAM! Da ist der Gute. Ja, kleiner Kavenzmann. Klein, aber fein. Hängt auch nur ganz knapp am Stinger. Aber er hängt. Und das ist die Hauptsache. Petri. Petri, Dank. Hart erarbeitet. Schöner, kleiner Fisch. Ja. Oh, der darf aber auch schnell wieder schwimmen. Hängt, wie gesagt, ganz knapp am Stinger. Ja, klein, aber fein. Tschüssi. Und tschüssi. Man sieht auf jeden Fall Bissspuren. Oh, die hat er richtig Wolli gehabt.
Oh, der Köder war neu. Ich meine, so ein kleiner Barsch ist natürlich schöne Beute. Ja, lecker. Lecker. Jetzt kann ich ja was essen. Oh. Manchmal ist es komisch. Manchmal versteht man die Fische nicht. Wir haben hier richtig schöne Spots mit Steinen, mit Struktur. Hier Kanten mit Schilf und Kraut. Der Hecht stand mittendrin. Mitten im Nirgendwo. Immer wenn ich mit dem Köder Fisch fange, wechsle ich meist den Köder oder die Farbe. Wieso? Weil es mir Spaß macht. Nee, jetzt tatsächlich, die Sonne ist gerade, die kommt gerade höher. Ich sehe kaum noch Wolken. Und das ist eine Farbe, das ist kein Motoröl, sondern das ist einfach nur ein braun Glitter. Und Glitterpartikel sind in der Sonne immer geil. So, der macht gut Kontrast, weil er relativ dunkel ist, hat Glitter drin. Es ist jetzt gerade, finde ich es viel, viel geiler als dieses Barschdekor hier. Das Schönste, wenn man nur einen in der Farbe mit hat und der nicht durch den Hänger abgerissen wird. Wie aber? Alter, was ein Einschlag. Boah, richtig dicht am Fisch. Richtig dicht am Fisch. Vor allem, ich habe gerade wieder auf den Perch gewechselt. Ne? Also ich habe ja erst den Braun dran gehabt. Oh, der hat aber auch gut Wolli genommen. Auch hier wieder kein Riese. Aber, oh, jetzt hängt er ganz knapp. Oh. Yes. Fisch Nummer 2. Klein, aber mein. Oh, der hat richtig viele Maden hier, die da rumlaufen. Ja, das sind die Egel. Das heißt, der Fisch klebt wirklich am Grund. Sehr, sehr hart am Grund und nicht auf irgendwelchen Steinstrukturen. Der geht erstmal schnell wieder zurück. Ja, genau, diese Egel, die da dran sind. Die sind meistens in irgendwelchen Kraut- oder organischen Substanzen. Und deswegen kommen die auch zu den Fischen, weil die sehr, sehr dicht am Boden stehen. Ja, der kleine Hecht kam jetzt hier genau an so einer Kante. Hier vorne haben wir noch einen großen Pfeiler. Und das heißt, es ist so eine Strömungskante, aber gleichzeitig auch eine Kante vom flachen Krautigen ins Tiefere. Und da stand er genau dran und wartet auf vorbeischwimmende Sick Vibes. Wir sind hier schon in Stadtnähe, weil hier einfach die tiefsten Ecken sind. Hier haben wir schon über 4 Meter, während wir die ganze Zeit bei 2 bis 3 Meter gefischt haben. Das ist im Winter ist das schon ausschlaggebend. Gerade tagsüber jetzt verkriechen sich gerade die Zander doch mal auf die tieferen Ecken. Das ist auf jeden Fall die tiefste Stelle, die wir heute bis jetzt gefischt haben. Ja, ich mache jetzt hier meine letzten Würfe. Wir sind am letzten Spot angekommen. Es war echt eine sehr, sehr harte Winterangelei, sehr, sehr zäh. Ich schicke jetzt auf jeden Fall nochmal einen Sick Flanker in die Runden. Diesmal hier in Pink, beziehungsweise mit so einem pinken Streifen. In der Hoffnung, jetzt nochmal irgendwas zu reizen und zum Anbiss zu verleiten. Ist eigentlich auch eine schöne Winterfarbe, aber wenn die Fische nicht wollen, dann wollen sie leider nicht. Was ist das? Willkommen in MV. Hier ist die Natur noch richtig Natur. Hast du den drauf, den Adler? Ja, ja. Ja, ja sicher. Adler lasse ich mir nicht entgehen. Siehst du, Eisvogel, Adler, Wildschweine. Fängst ja nichts. Irgendwann muss der Film, ne? Wenn es keine Fische sind, dann müssen es halt Vögel sein. So, auch die letzten Würfe haben nichts mehr gebracht, aber wir haben ja 2 kleine Hechte überlisten können. Das ist Winterangeln. Schwer, aber wenn ein Biss kommt, dann freut man sich umso mehr. Wir fahren jetzt nach Hause. Danke fürs Zugucken.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.